Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Wasserburger, ich darf Sie wieder recht herzlich zu den Videonachrichten der Wasserburger Stimme begrüßen. Von uns bekommen Sie an dieser Stelle jeden Freitag einen Ausblick auf das Wochenende und die kommende Woche in Stadt- und Altlandkreis. Mein Name ist Jan Fromm und hier, bitteschön, ist unser Überblick. Weiter geht's mit dem Christkindlmarkt. Schurle und Jockel, den Wasserburgern von vielen Auftritten bei Vereinsfesten, beim Frühlingsfest und beim letztjährigen Christkindlmarkt bekannt, sind auch heuer auf der Weihnachtsbühne hinter der Frauenkirche zu hören. Die beiden Musikanten treten erstmals am Freitag, dem 4. Dezember, von 18 bis 19.30 Uhr mit ihrem eigens einstudierten Programm Zamrucka auf. Diesmal bekommen sie weibliche Verstärkung und es darf natürlich mitgesungen werden. Das ganze Wochenende ist dann weiteres buntes Programm rund um das Rathaus in der Salzender Zeile und in der Hofstadt geboten. Endlich, meine Damen und Herren, der MVV-Tarif ist bei uns. Es ist schon ein besonderer Tag für die Bahnfahrer im nördlichen Landkreis Rosenheim, also hier im Altlandkreis Wasserburg. Mit der Umstellung auf den Winterfahrplan wird am Sonntag, den 13. Dezember, die Integration des Filzen-Express mit den Bahnhöfen Forsting, Edling und Wasserburg in den Münchner Verkehrs- und Tarifverbund MVV gefeiert. Endlich! Die Bürger sind herzlich eingeladen, mitzufeiern. Auf der Bahnstrecke von Wasserburg nach Grafing Bahnhof gibt es den ganzen Tag freie Fahrt. Die offizielle Feier beginnt um 10.30 Uhr am Bahnhof in Wasserburg. Zwischen Himmel und Hölle, so lautet der Titel der großen Ausstellung in der Galerie im Ganserhaus ab dem kommenden Sonntag, dem 6. Dezember, dem Nikolaustag. Da findet um 15 Uhr die Eröffnung statt. Die Ausstellung kann vom 10. Dezember bis zum 10. Januar einen Monat lang besichtigt werden. Immer donnerstags bis sonntags. Traditionell gibt es die Wasserburger Künstlergemeinschaft in ihrer Jahresausstellung das Thema vor. In diesem Jahr ist der künstlerische Fokus auf das, was zwischen Himmel und Hölle liegt, gerichtet. Dabei wurde unter anderem folgenden Fragen nachgegangen. Sind Himmel und Hölle reale Orte oder sind die damit verbundenen Urphänomene nur Zustände unseres Bewusstseins, die wir beeinflussen können? Und was liegt zwischen diesem Polaritätsprinzip? Sankt Nikolaus, komm in unser Haus. Unter diesem Motto steht eine Familienführung am Sonntag um 15 Uhr im Museum Wasserburg. Die aktuelle Sonderausstellung des Museums erzählt auf unterhaltsame Weise die Geschichte des heiligen Nikolaus. Sie nimmt Bezug auf die Legenden und Verehrung des Heiligen und zeigt den Gabenbringer im Spiegel des schönsten weihnachtlichen Kunsthandwerks. Gemeinsam hören Familien die Geschichte des heiligen Nikolaus am kommenden Sonntag, erfahren, wie Kinder früher den Nikolausabend gefeiert haben und was es mit schwarzen und weißen Nikoläusen auf sich hat. Zum Schluss begegnen die Teilnehmer noch Väterchen Frost und dem Weihnachtsmann. So viel, meine Damen und Herren, zu den Terminen am Wochenende und nun zum Wetter. Kein Winter in Sicht. Auch am Wochenende bleiben die Temperaturen eher frühlingshaft. Tagsüber klettern sie auf bis zu 12 Grad, nachts kann es auf 2 Grad abkühlen. Die Meteorologen sagen für Samstag und Sonntag viel Sonne mit ein wenig Wolken voraus. Alles andere also als Adventswetter. Lassen Sie sich dennoch den Glühwein beim Wasserburger Christkindlmarkt gut schmecken. Die Wasserburger Stimme wünscht Ihnen ein wunderschönes Adventswochenende. Bis bald.